Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Genau Partytime Deponia. So, ich würde gerne mal mit dem Therapeuten sprechen. Ja, ich weiß. Ein Drama. Hallo. Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Schon wieder? Okay. Na gut. Bringen wir es hin. Moment, ich kann ihm die Karten gar nicht geben. Okay, wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut, warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Elysium. Hier ist majestätisch, startet in Richtung Utopia. Das bin ich zusammen mit Gail. Elysium startet in Richtung Utopia. Tja, das hatten wir ja schon. Zumindest so ähnlich. Kommen wir also zum nächsten Bild. Was war nicht richtig? Verdammt. Das sind genau was die Fotos. Hier rauf? Funkelelfe, wunderhübscher Schmetterling. Ein wunderhübscher Schmetterling. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon, aber egal. Machen wir einfach weiter. Was erkennen Sie hierauf? Einen großen Helden, mich. Ich sehe einen großen Helden, mich. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Egal. Das war's nicht, ne? So, das war's. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten zu geben... Okay, Sie das war's nicht. Adresse. Aber ich habe doch nur gesagt, was ich gesehen habe. In dem Fall sollten Sie erst recht gehen. Für Leute wie Sie gibt es hier keine Therapie. Sie sollten es vielleicht mit Exorzismus versuchen. Und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Ah, natürlich. Ach, wie blöd. Wir sprechen ja mit ihm. Wir ziehen das Ganze durch, weil wir Boso helfen wollen. Also zeigen wir doch mal Boso diese Bilder. Warte mal. So, hoch zu Bosos Bett. Okay, so. Hier, das da. Hey, Boso. Da du ja nicht zu deiner Therapie willst, dachte ich mir, ich kann dich ja therapieren. Mann, Rufus. Ach komm schon, das wird lustig. Und so ein paar Pappen hochhalten, das kriege ich auch noch hin. Ja. Also. Was erkennst du auf diesem Bild hier? Lass mich doch bitte, bitte. Ah! Okay. Was? Das ist ja furchtbar. Warum zeigst du mir das? Das ist doch eindeutig ein wunderhübscher Schmetterling. Mann, du bist ja wirklich total gestört. Warte mal, wir müssen uns jetzt merken, was er sagt, ne? Damit wir das dem Therapeuten auch sagen können. Das ist ja furchtbar, also bei dem Skelett-Dings, bei dem hier, das ist ja furchtbar, warum zeigst du mir das? Okay, das hier, das war das erste Bild, ne? Das erste, das zweite, das dritte. Also ich nehme erstmal Elysium. Hey, Boso! Was erkennst du auf diesem Bild hier? Muss das wirklich sein? Ja! Ah! Oh Gott. Was? Sag's mir. Elysium fällt auf Deponia. Wir werden alle sterben. Unsinn. Das ist Elysium. Das Sinnbild der Hoffnung. Mann, du hast sie ja wirklich nicht alle am Sträußchen. Okay, das ist Elysium, das auf Deponia fällt. Und dann hier das Heldenfoto, das letzte. Was erkennst du auf diesem Bild hier? Ich will doch einfach nur... Was ist? Boso. Das ist der Teufel. Das ist der Teufel. Blödsinn, das bin ich. Und ich bin dabei, ein Kind in der Not zu retten. Mann, du hast ja echt nicht alle Tassen im Schrank. Okay, wir haben unsere drei Antworten, ne? Das fällt auf Deponia. Das war irgendwas mit, warum zeigst du mir das? Und das ist der Teufel. Okay, probieren wir es mal, ob wir jetzt bei dem Therapeuten weiterkommen. Ob wir da an die Medikamente rankommen. Zum Therapeuten. So, hallo. Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Schon wieder? Ja, genau. Na gut, bringen wir es hinter uns. So, das Kartenspiel.
Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Mhm. Na gut, warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Ja. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Jetzt sind diese Antworten hier auch verfügbar. Danke. Elysium stürzt auf Deponia. Verstehe. Sie sind beunruhigt wegen der bevorstehenden Apokalypse. Ja, denn ich bin ein feiges Walross, das sich lieber in seinem Bett verkriecht, als seinen Freunden bei coolen Abenteuern zu helfen. So, so. Ich finde, wir machen Fortschritte. Kommen wir also zum nächsten Bild. So, was erkennen Sie hierauf? Das ist... Warum zeigen Sie mir das? Das ist ja furchtbar. Warum zeigen Sie mir das? Interessant. Können Sie mir sagen, warum Sie so degutiert reagieren? Keine Ahnung. Vielleicht was mit Komplexen. Weil ich irgendwelche Komplexe habe vielleicht. Ich meine, ja, ja, ganz sicher. Ich habe ganz tolle Komplexe, die man unbedingt medikamentös behandeln muss. Es ist noch zu früh, um eine abschließende Diagnose zu stellen. Ein Bild haben wir ja noch. Okay. Ach, hätte ich mir gar nicht merken brauchen. Das ist immer das Vorletzte. Das ist der Teufel. Ein gut aussehender Teufel. Zugegeben, aber nichtsdestotrotz. Der Teufel. Verstehe. Tja. Das klingt wirklich nach einem schweren Fall. Meiner Analyse zufolge sind Sie vollkommen zu Recht deprimiert. Sie leiden unter einer fremden Person, die Ihnen das Leben zur Hölle macht. Da helfen nur noch Psychopharmaka. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen aus meinem Schrank. Yippie! Bitte was? Hä? Ach ja. Oh weh, ich armes, rückgratloses Würstchen, ich. Das will ich aber auch meinen. Okay, grinst nicht so dabei. Na schön, wir kommen hier endlich ran. Hey! So, was haben wir denn da? Ein Brechmittel. Was? Wieso ein Brechmittel? Ach, was soll's, ich nehme es mit. Und da sind die Antidepressiva. Und ist da noch was drin? Geh mal ein bisschen zur Seite. Nee, mehr ist da nicht drin. Okay, können wir hier noch was machen? Nö. Okay, gut. Ja, aber immerhin, wir können endlich unserem Freund helfen. Ah, sehr gut. Hier, Bosi. Halt, warte, Moment, Moment, keiner verlässt den Saal. Wo ist das Kind? Hätte das Baby nicht zurück sein müssen? Ist nur so ein Gedanke. Wo ist das Baby? Das haben wir doch gerettet. Okay, hier, Baby. Da. Hey, Boso, diesmal habe ich genau das Richtige für dich. Lecker Psychopharmaka. Sag, Da komm schon, ein für Mama, Boso. Richtig. Ach, das gibt's doch nicht. Aber war ich mir diesmal so sicher? Vielleicht sollte ich es ihm ins Essen rühren. Hunger muss er ja irgendwann mal bekommen. Okay. Ins Essen rühren, okay. Ach, wir haben das Baby dabei. Ah, okay. Warte mal, so. Suppenrest und Antidepressiva. Perfekt. Wenn ich die Antidepressiva in die Suppe mische, wird es viel leichter sein, sie Boso unterzujubeln. Richtig. Hier steht, man soll maximal 2 Tabletten am Tag nehmen. Boso zählt aber für 2. Und er ist frustriert für 10. Ach, was soll's. Ich tue einfach alle rein. Das ist sicher. Nein. Warum? Okay. Okay. Nein. Das gibt es doch nicht. Baby Boso hat die restliche Suppe aufgegessen. Mist. Aber da waren doch die Antidepressiva für Boso drin. Böser kleiner Windelscheißer. Böser, böser, böser kleiner Windelscheißer. Okay, dafür brauchten wir das Brechmittel, ja, ne? Ich sehe keinen anderen Weg, meine Antidepressiva zurückzubekommen. Oh, sag nein. Schon brav A. Das mit dem Alphabet üben wir aber nochmal. Oh nein. Und müssen wir Baby Boso jetzt dem großen Boso auf die Brust setzen? Tatsächlich. Mist. Jetzt reicht's. Hör endlich auf. Niemand braucht deine Hilfe. Oh, und schon gar nicht dabei, die Welt zu retten. Weil niemand in einer Welt leben will, in der ausgerechnet du den Helden spielen darfst. Du bist kein Held. Du bist ein Riesenarsch. Und du wirst uns alle umbringen. Aber du checkst es nicht, weil wir alle viel zu nett zu dir sind. Ach, Rufus, der meint es doch nicht so. Natürlich meinst du es so. Aber willst du mal wissen, was wir wirklich denken? Wir denken,
Hau ab! Wir denken, warum stirbst du nicht endlich? Du willst uns doch helfen, oder? Toll! Warum tust du es dann nicht? Warum stirbst du nicht einfach? Wow. Das war... Wow! Mir geht es plötzlich richtig gut. Ich fühle mich so... befreit. Ich könnte Bäume ausreißen. Ich... Oh, Rufus. Alles okay? Boso! Alte Piratensocke! Du bist wieder da! Ja, ja, verdammt! Sieht so aus, was? Oh. Also, worauf warten wir noch? Wir müssen zum Rebellenlager. Warte nur kurz, bis ich meinen Mantel angezogen habe. Oh Mann, was für ein Ausraster. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sich von Zeit zu Zeit mal daneben zu benehmen. Ich war so sauer, so gemein. Und das erste Mal seit langem so richtig ehrlich. So gesehen. Bist du am Ende vielleicht doch einer von den Guten, was? Ist das so? Okay, gut, was können wir machen? Komm schon, komm schon, komm schon! Ja doch, ich bin ja gleich soweit. Okay, kann ich jetzt was mit dem Sparschwein machen? Ich kann. Oh. Ein rosa Schal? Ach, wie süß. So, bist du dann soweit? Klar, auf geht's! Und du bist dir sicher, dass das Rufus ist? Ganz sicher. Oder glaubst du ernsthaft, dass mehr von der Sorte rumlaufen? Kommen wir jetzt endlich da rein? Na gut. Du hast mich überzeugt. Ihr dürft rein. Yeah. Okay. Wow. Aleph, was lungerst du da rum? Beeindruckend. Wo ist der Rest? Die machen gerade eine Vollversammlung. Eine was? Was soll denn das für eine Vollversammlung sein, so ganz ohne mich? Oder Janosch? Und du und Liebold seid doch auch hier. Wir sollen die Tür bewachen. Ist denn niemand von der alten Truppe bei der Vollversammlung? Das ist ein Skandal. Ich werde mir diesen sogenannten neuen General mal vorknöpfen. Das geht jetzt nicht. Der General will nicht gestört werden. Und was passiert, wenn der Organon angreift? Wird er nicht. Der Organon hat sich zurückgezogen. Nichts weiter. Gallif, wie ist es dir ergangen? Was muss ich tun, damit du mich reinlässt? Willst du einen gefälschten Ausweis? Soll ich dir Abführmittel ins Essen rühren? Das wäre der Klassiker. Es gäbe da schon eine Sache. Ich wusste es. Ich will eine größere Rolle. Bitte was? Ja, ich habe mir zur Vorbereitung für diesen Job viele Kriegslosenkürze angesehen. Und derjenige, der das Tor bewacht, darf nicht mal im Chor mitsingen. Dabei habe ich einen hervorragenden Bariton. Natürlich. Könnte der besessene Oberst sein. Greift an, folgt meinem düsteren Blick. Mein Säbel ist gezückt, der Bart juckt wie verrückt. Nee, lass mal. Okay, das wird nix, ne? Wir gehen einfach rein. Nix da, die Tür bleibt zu. Mist. Okay, was können wir noch machen? Hier hatten wir doch mal die Reifen angezündet, oder? Aber mehr geht im Moment gar nicht. Mehr geht nicht zu tun. Oh. Keine Zeit für Spaziergänge. Was denn? Okay. Gut. Wie geht's denn? Wir müssen also mit jemand anderem weitermachen. Wie geht's denn dem Blauen? Oh nein! Das dauert noch. Okay. So, was ist mit euch? Was kann ich denn hier noch machen? Du hast noch das Babyfunk bei dir. Das ist super. Goalie, dich möchte ich ja eigentlich mitnehmen. Seid ihr auch wirklich eingeschlafen? Ja. Na, endlich. Okay. Gut. Tja. Aber ansonsten können wir hier erstaunlich wenig machen, ne? Ja. Nix. Hier können wir mit ihr sprechen. Ja, nee, aber wozu? Oh, es waren 4 Pilze, stelle ich gerade fest. Hehe. Hatte ich schon behauptet, es wären nur 3? Nein, es sind 4. So, hier können wir
Tja. Bei dir sind wir irgendwie noch nicht weitergekommen, ne? Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache. Irisch. Ja, natürlich. Okay, das wird nix. Vielleicht möchte der aber unser Babyfon haben. Der sieht so interessiert aus. Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Nein? Die kennen nur eine einzige Sprache. Irisch. Okay. Gut. Das wird also nix. Ist hier drin inzwischen was passiert? Nein, die sind immer noch am Start. Okay. Ja, Leute, was machen wir denn jetzt? Oh, wir müssen noch an die Nukleinsäure ran. Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Sechs Lotti und sie gehört dir. Ach so. Ah, hab's verstanden. Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Okay, komm. Dann gehen wir ihm das mal. So. Und jetzt werden wir unten mal ein bisschen das Finanzsystem durcheinander bringen, ha? Ich hab die Moneten. Die 5 Slotti? Nein, nein. Ich meinte, ich hab genug, um die Nukleinsäure zu kaufen. Unmöglich. 6 Slotti? Tatsache. Ich dachte nicht, dass es solche Mengen an Geld wirklich gibt. Jetzt muss ich nur noch irgendwie drankommen. Viel Spaß dabei. Okay. Und wir haben die Nukleinsäure. Cool. Können wir denn schon was... Ja, ja. Macht ihr mal euer Ding hier, ne? Können wir die Nukleinsäure Baby Gold einfach so geben? Oder muss die noch irgendwie verdünnt werden oder sowas? Aber ich befürchte... Oh nein! Was ist denn hier passiert? Wo ist Goal? Die Höhle hat uns ausgespuckt. Oli ist weggelaufen. Na, wenigstens ist euch nichts passiert. Aber Asti? Bitte wer? Den Namen Asti höre ich zum ersten Mal. Außerdem würde ich mich doch erinnern, wenn da noch ein drittes Balk gewesen wäre. Ich würde sagen, ihr seid vollzählig. Du und na Dingens hier. Nö. Nicht weiter wichtig. Viel wichtiger ist ja, wo ist Goal? In den Unheil gelaufen. In den Tunnel da hinten? Ach, dann kann sie ja nicht weit sein. Du bleibst hier bei... Na, hier halt. Nicht Gretchen Leine lassen. Das heißt A-Leine lassen. Mit A. Also wirklich. Okay, und weg ist er. Oh nein. Mietz, mietz, put, put. Putti, putti, put. Holy, Schrott sei Dank. Warte, nicht bewegen. Ich komme jetzt da runter und rette dich. Okay. Da geht's in eine Ruhe, da geht's in eine Ruhe, da geht's in ein Fenster. Hier haben wir noch eine Austauschmöglichkeit. Ja, das wissen wir aber schon. Oh. Keiner da. Oh, okay. Wir können also jetzt auch mit dem blauen Rufus austauschen. Okay. Da ist auch noch eine Ruhe. Ja, wir müssen sie wohl alle ausprobieren, ne? So, und da kommt er da entlang. Toll. Okay. Hä? Also ich meine, ist schon klar, wie wir lang gehen müssen, aber warum? Das funktioniert gar nicht, ne? Also gehen wir mal hier lang und dann... Was? Ich komme jetzt nicht mehr zurück? Nein! Hä? Was? Oh, meine Güte. Okay, das ist ja super. Das ist spitze. Okay. Da hinten geht's rein. Da kommen wir hier raus. Da kommen wir da raus, wenn wir so rumgehen. Okay, das funktioniert tatsächlich in alle Richtungen. So, dann kommt er wieder da an. Es muss doch noch einen anderen Weg geben. Harre aus! Ich rette dich! Okay, oder brauchen wir erst irgendwie einen Dings, einen Plan. Da kommt er wieder da raus. Okay, so von hier müsste ich da nicht nach unten kommen. Da komme ich überall lang, ne? Okay, cool, ich möchte da hin. Hä? Kann ich ihr die Nukleinsäure nicht einfach zuwerfen? Erstmal können vor Lachen. Erstmal muss ich zu ihr finden. Wie ist sie da noch runtergekommen? Okay. Okay. Das bringt überhaupt nichts, ne? Ich brauche irgendwie einen Plan oder so.
Irgendwie eine Anleitung. Okay, gut. Gucken wir erstmal, was ist mit ihm hier? Warum komme ich an ihn nicht ran? Warum komme ich da an ihn nicht ran? Na gut, gucken wir mal irgendwie. Seid ihr jetzt fertig? Was war das? Der Organon greift an. Ach so! Okay. Was denn? Der Organon greift an. Echt jetzt? Ja, Mann. Scheiße. Na los, an die Geschütze. Okay. Da läuft er hin. Oh shit. Okay. Aber wir kommen hier rein. Das ist ja schon mal was. Ist da noch was? Nee. Gut. So, wo geht's denn hier hin? Hi. Doc, wie sieht's denn hier aus? Schwarz. Düster schwarz. Wie die Farbe von... Ja. Ach, egal. Sag mal, hast du getrunken? Lass ihn doch. Toni, dann hast du hier das Kommando. Nicht wirklich. Ja dann. Das bin dann wohl ich. Dad? Ich meine Seagull? Das heißt jetzt General Seagull. Wie siehst du denn aus? Ich wurde angeschossen und bin ins rostrote Meer gestürzt. Dort hatte sich ein Hai an meinem Bein festgebissen. Zum Glück kam ein Wal und fraß den Hai. Allerdings mich auch. Im Walbauch kämpfte ich so lange mit dem Hai, bis der Wal einen giftigen Riesenkraken verschluckte, den er dann zusammen mit mir und dem Hai mitten im Scherbenmeer auswirkte. Das erklärt, wie du riechst, aber nicht, warum du General bist. Dein Vater hat einen Plan, Rufus. Hör ihn dir an. Im Gegensatz zu allem, was du versucht hast, wird dieser hier funktionieren. Ich platze vor Neugierde. Wir werden Elysium vom Himmel pusten. Und schon langweilig. Ich hab nämlich... Moment. Was wollt ihr? Aber das könnt ihr nicht tun. Doch, das können wir. Doc hat diese Kanone hier konstruiert. Und als Munition hat Tonis Einsatztruppe einen Organon-Planetenkiller ergattern können. Ich meine, das dürft ihr nicht tun. Das gehört sich nicht. Sie wissen doch nicht einmal, dass wir existieren. Und du willst es ihnen sagen, bevor sie uns in die Luft sprengen? Das war der Plan, ja. Und was, wenn ich fragen darf, machst du dann hier? Das ist kompliziert. Ich bin im Augenblick nicht nur hier, sondern gleichzeitig auch dabei, Goal zu retten. Während ich ebenfalls das letzte Hochboot so lange aufhalte, bis wir an Bord sind. Bestimmt. Er hat sich geklont. Na prima. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Gemein. Ich bin kein Unmensch, Rufus. Du bekommst deine Chance, uns mit deiner Rettungsaktion zu verblüffen. Aber... Oh nein. Es ist gut, Tony. Lass ihn ruhig noch einmal versagen. Wenn das letzte Hochboot ohne Goal ablegt, können wir Elysium immer noch sprengen. Was sagst du, Rufus? Vertraust du dir selbst genug, um meinem Vorschlag zuzustimmen? Ha! Worauf du wetten kannst. Oh. Was ist das? Die Rebellen greifen uns an. Los, Männer, in Gefechtsstellung. Okay, aber das ist doch die Gelegenheit... Was? Nee, was? Argus? Ich kann nichts mit ihm machen. Okay, ich kann immer noch nichts machen. Schacht? Warentransporter, da kommen wir hin. Okay, lass uns doch mal zum Warentransporter gehen. Genau, das ist die Gelegenheit, stiften zu gehen. Aber erst einmal raus aus diesen Klamotten. Oh. Wäre es nicht eine gute Idee, erstmal die anderen zu rechnen? Die letzte Kiste. Der Warentransporter zum Hochboot kann vorerst ausgeschaltet werden. Und jetzt schaue ich mir etwas Cowboy Dodo an. Was macht der da hinten? Hä? Was hat er da hinten gemacht? Hier, wir können erstmal Hallo sagen, ne? Was ist denn? Fass? Oppenbot hat dieses Fass hier vergessen. Das liegt wohl daran, dass das Etikett mit dem Bestimmungsort fehlt. Wir haben nichts dabei. Oppenbot hat diese... Okay, ja. Gut, hier könnten wir was machen, da können wir was machen. Oppenbot, Werbetafel. Ja, jetzt kann er sich durch schwedische Gardinen umschauen. Wir kommen in das Rohr hinein und damit kommen wir da unten an die Typen ran.
Also an unser anderes Ich. So, hallo. Gut, wir können Dinge hin und her tauschen. Sehr gut. Ja. Was machst du denn da unten? Na was schon? Ich mach die ganze Arbeit. Da lachen ja die Hühner. Ich habe mich durch die halbe OHV gekämpft. Und? Hast du Argus stoppen können? Ist in Arbeit. Und du? Hast du Gold schon wieder groß gekriegt? Kurz davor. Sag Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Von dir? Träum weiter. Andersrum wird wohl eher ein Schuh draus. Glaub das mal. Okay, gut. Ein Austausch kann herbeigeführt werden. Super! Okay, aber der Grüne? Hä? Wieso der Grüne? Er hat gar nichts. Was hat denn der Rote am Start? Der Rote hat die drei Zeichnungen am Start und er hier hat immerhin das da am Start. Okay. Weiß ich, kann er das denn irgendwas mit den drei Zeichnungen anfangen? Ach, wir geben sie ihm einfach mal. Also erstmal ihn. So. Ja, da freust du dir, ne? Kannst du dich eigentlich mit jemandem unterhalten? Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich weiß nicht, Rufus. Ich finde, Seagull hat einen Punkt. Okay, gut. Also, der Grüne. Du kannst das... Nee, was? Du hast jetzt die drei. Okay. Inwieweit hilft uns das weiter? Es hilft uns irgendwie gar nicht weiter, ne? Kann ich damit irgendwas machen? Nee, kann ich gar nichts machen. Okay, aber ich könnte die Zeichnung an den Blauen weitergeben. So, vielleicht kann der ja irgendwas damit anfangen. So, und der Blaue. So, du sagtest ja, das Fass ist noch nicht beschriftet. Naja, okay. Aber wo? Hier, nach Elysium natürlich. Eilfracht nach Elysium. Porto bezahlt Empfänger. Gut. Kannst du da rein? Du kannst. Ausgezeichnet. Ja, bringt aber noch nichts, weil er noch nicht... Hallo? Ist da jemand? Hallo? Nein, keiner da. Na sowas, da ist ja doch noch ein Fass nach Elysium. Ja, das hallo. Das sollte ich schleunigst wegtransportieren. Auch wenn ich mich frage, wozu der Herr Amtmann auf Elysium ein ganzes Fass voller Blutegel benötigt. Oh nein! Oh verdammt! Paul, nein! Was ist denn? Wo ist sie hin? Wo ist sie? Wo, was? Wo ist sie hin? Oh verdammt, da! Strudel. Wir müssen erstmal zum Strudel gelangen. Wie komme ich denn zum Strudel hin? Und wieso bist du auf einmal so klein? Da. Strudel. Na dann, halt aus, Goal! Ich bin unterwegs! Oh nein. So. Das muss jetzt aber endgültig das letzte Fass gewesen sein. Der Herr Amtmann wird sich freuen. Am besten erstatte ich ihm sofort Bericht. Natürlich. So, und? Ach, war das ekelig. Aber es hat sich gelohnt. Ich bin zu guter Letzt am Aufstiegszoll angelangt. Und meine alte Blutvergiftung bin ich auch endlich losgeworden. Aber nun, freie Bahn zu den Aufstiegscodes. Allerdings, unbedingt. Und da gehen wir auch gleich rein. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Reingelegt. Na Quatsch. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Tschüss.